Mal wieder Zeit für ein 2 Minuten mit Deborah. Schaut mal, dieser tolle, volle Apfelbaum. So leckere Äpfel sind da dran. Ich habe mir meinen eigenen mitgebracht. War vorhin einkaufen, habe mir meinen eigenen Apfel gekauft. Obwohl ich wusste, dass ich nachher hier spazieren gehen würde. Und da sind ja auch ganz viele Äpfel am Boden. Die darf man ja dann eigentlich essen. Wäre sogar umsonst, das habt ihr so viele hier. Und ich dachte mir, das ist doch wieder, steht echt sinnbildlich für ganz vieles im Leben. Wir hängen so an dem fest, was wir immer schon hatten, von dem wir wussten, das ist gut, das ist ja auch lecker. Und da fühlen wir uns sicher, das können wir gut. Ich weiß nicht, welcher Bereich in deinem Leben das ist. Könnte bei mir sogar sein. Ich denke mir ja, ich kann ja singen, ich habe eine Stimme, ich schreibe Bücher, das kann ich. Aber es gibt da draußen noch so, so viel mehr zu entdecken. Der Baum gerade eben, hast du ihn gesehen? Der war voll. Und das können ganz neue Dinge sein, die hier sinnbildlich für dein Leben stehen. Neue Talente, neue Begabungen, hallo. Ja. Oder auch mal joggen zu gehen und was anderes zu tun. So viel mehr bietet dir das Leben, aber oft übersehen wir das, weil wir so an dem festhalten, was wir kennen, wo wir uns sicher fühlen und wir bewegen uns da nicht heraus. Schau mal, ich, singen war so meins, Bücher schreiben gar nicht, ich hätte mich nie als Autorin gesehen. Auch da musste ich einfach mal das Gewohnte, meinen gewohnten, geliebten Apfel, der ist echt lecker, beiseite legen und was Neues ausprobieren, zu diesem Apfelbaum laufen, der voller neuer Äpfel ist, neuer Ideen. Und ich möchte dich einfach ermutigen, in dieser Zeit nicht den Kopf in den Sand zu stecken, weil die Zeit ist herausfordernd und zu denken, aber ich kann jetzt gerade nicht arbeiten gehen oder ich kann nicht das Gewohnte tun. Das, wo ich mich sicher fühle, da, wo ich weiß, ich bin gut drin, da steck nicht den Kopf in den Sand, sondern denk an diesen vollen Apfelbaum, den wir gerade eben gesehen haben. Es gibt noch so, so viel mehr für dich im Leben, so, so viel mehr. Aber du musst mal diesen alten, ich werfe ihn jetzt nicht weg, das wäre zu schade, aber du musst den alten Apfel loswerfen, loswerfen, genau. Oh, habe ich gerade gesagt, es wäre schade um den Apfel, na siehst du mal. Okay, du musst das tun, damit du siehst, was ich meine und weg ist der Apfel. Weg mit dem alten und ran an das neue. You know what I mean?